Hallo meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, heute geht's mal wieder los mit dem MAN TGX Euro 6 und ja, 480 PS. Ich denke mal, das ist ganz ausreichend. Wir sind momentan in Wien und möchten nach Zürich fahren. Wir fahren, ja, hier von Obi ein paar Möbel und unser LKW ist ein bisschen tiefer gelegt. Und natürlich sind wir auch wieder auf der Promods unterwegs. Warum nicht? Ne? Promods. Solange wie wir sie jetzt noch fahren können, bevor wieder irgendein Update kommt, fahren wir sie natürlich. So, grün. Ne, ju. Läuft ja. Ah. Mal gucken, ob wir hier noch großartig durch Wien fahren werden oder eher so außen lang. Ja, bei dem LKW. Ich wollte eigentlich den Innenraum ein bisschen schick haben, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig bei dem Truck hier. Also, das ist der Mod wahrscheinlich noch zu alt. So, gemütlich. Oh, herrlich. Hier sogar mit Laderampe hier hinten drauf. So muss es sein. 200, um die 50, 60 Kilometer, sowas an der Dreh haben wir auf der Uhr. Edeltraut ist auch wieder entspannt dabei. Und dann cruisen wir mal ein bisschen. Und genießen die schöne Aussicht hier. Was haben wir? Ja, 238. Gut, wir fahren ja auch noch ein bisschen durch die Stadt hier. Dürfen wir ja auch nicht gleich hier rasen wie die Bekloppten. Aber fahren wir schon mal rüber, wa? So. Rot. Ist natürlich sehr toll, dass ich hier mein Gitter hier drin habe. Merke ich jetzt gerade. Das ist Gitter doch hier. Also dieses. Naja. Nicht Fliegengitter, aber. Das ist hier ein bisschen komisches. Ich habe irgendwas wieder umgestellt auf Standard und jetzt merke ich, dass meine Rotations Lenkung und Blinker gar nicht aktiviert ist. Na, sowas. Muss ich jetzt selber jetzt gucken hier. Mal sehen, was noch alles umgestellt ist. Ah, da hat man ordentlich zu tun hier, erstmal durch die Stadt zu fahren. Bevor wir hier wieder auf der Autobahn sind. Muss ich auf jeden Fall wieder einstellen. Aber ich habe jetzt mit den automatisch Fracht abholen. Das habe ich jetzt wieder angemacht. Deswegen wollte ich es übernehmen machen. Aber da gibt ja kein Übernehmen. Es gibt ja nur auf Standard wieder zurückschalten. Ah ja. So, da kommen noch ein paar Kameraden hier. Ah, ein bisschen Platz. So, was ist denn das jetzt eigentlich? Jetzt muss ich hier so eine komische Schleife fahren, wa? Uiuiui. Hier ist ja rein schon was los. In Wien. Ah, nicht so dicht auffahren. Mein LKW ist tiefer gelegt. Ja, toll. Jetzt sind wir jetzt hier. Und komm nicht voran. Ah. Mann, 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 Mann. Ah ja. Oh. Nein, 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 nein. Ja. Ah ja. Naja, werden wir mal hier anhalten, ne? Eieieiei. Das ist ja alles gar nicht so einfach hier. Och, ist der tief, ey. Uiuiuiui. Da kommen die anderen schon.
Okay. Oh, ich hätte hier reingemusst. Eieieiei, jetzt habe ich ja total geschlafen. Eine Güte. Da eier ich aber jetzt hier hin und her. Holla die Waldfee. Ich weiß nicht, ob ich auf der anderen Straße auch hätte fahren können. Da ist ja noch so eine... Seht ihr das? Ich weiß nicht. Na, wenigstens haben wir jetzt so Glück. So, sehr interessant hier. Meine Güte, ich habe ja hier nur in Wien zu tun hier. Kommen wir gar nicht voran. So, jetzt aber rauf auf die Piste. So, jetzt kann ich bestimmt auch ein bisschen schneller fahren, ne? Ah, das Lenkrad, das irritiert mich aber jetzt hier, ne? Kann natürlich sein, dass die jetzt mit einem tiefer gelegten LKW hier lang zu prügeln, das ist so genauso wie mit so einem Auto, ne? Da fährt man ja auch nicht so schnell über irgendwelche Bodenwellen. Aber wir kommen jetzt langsam raus. Ah, dann los hier. Und komm, zieh mal ein bisschen. Boah, jetzt sind wir endlich draußen hier. Also läuft doch. Super. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Maps ihr momentan selber spielt. Ob ihr auf der Pro-Mods unterwegs seid oder auf der Standard-Map oder eine andere. Wäre mal ganz interessant zu wissen, wo sich der Fokus jetzt bei euch hinverteilt hat. In welchem Bereich. Viele von euch werden wahrscheinlich nur im Multiplayer unterwegs sein. Ja, kann man natürlich auch. So, jetzt kommen die ganzen anderen. Mach ich mal Platz hier, solange wir... Naja, guck mal an. Habt ihr den gesehen hier mit seinem Bauhänger hier? Warte mal. Gibt ja noch ein Auto. So. Jetzt muss ich ja ein bisschen aufpassen hier. Der Typ, der ist. Macht mir ein bisschen Sorge. Oh. Oh. Junge, ey. Erst schnell, dann wieder langsam fahren, das sind ja die richtigen. So, jetzt geht's los. Wir haben jetzt 190 Kilometer auf der Autobahn Richtung Salzburg fahren wir jetzt. Da hinten schön die Berge zu sehen. Guck mal, jetzt... Irgendwie ganz schön schnell vor, aber wir fahren 80, also. Das ist ja auch der ganz normale Standard LKW von SCS. Das ist jetzt kein getunter. Ah, jetzt habe ich hier auch den Müdigkeitssensor drinne. Den mag ich ja überhaupt nicht. Ist der auch noch müde? Aber ich hatte. Ich nehme das hier am 4. auf, also am 4.8. Und da muss man sich wirklich schon mal die Frage stellen, wie schnell vergeht denn hier die Zeit, ne? Das ist extrem.
Und diejenigen, die fragen, warum mit der Müdigkeit Kosmonauten ausgemacht habe, ganz einfach. Es hat für mich jetzt, wenn ich Video mache, nicht viel Sinn, wenn ich jedes Mal, ja, so 20 Minuten, da sollte eigentlich der Fahrer immer ausgeschlafen sein, bevor man eine Fahrt antritt. Oh, war das knapp! Junge, 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 Junge! Und wenn die Leute, ja, ich weiß, du bist müde. Und wenn die Leute eine Fahrt vorher nicht schlafen gehen, naja, sind sie ja selber dran schuld, ne? Und ich habe jetzt selber auch nicht drauf geachtet. War ich alles wieder auf Standard hatte bei den Gameplay-Einstellungen. Und jetzt lässt der Typ mich hier nicht vorbei, oder was? Und gerade wenn ich denn um die und die Uhrzeit losfahren will, oh, da komme ich jetzt hier gar nicht rein. Fährt er jetzt ab hier? Ja, der fährt ab. Man muss dann aber dann immer noch mal 8 Stunden schlafen. Ah, nee, das würde nicht viel bringen. Wir könnten ja, weil wir haben ja noch ein bisschen Zeit, noch mal auf eine Raststätte fahren. Und dann würde ich das noch mal umändern. Nicht, dass der hier jedes Mal sagt, ich bin übermüdet. Aber ich bin müde. Dann könnten wir uns ja noch mal schnell die Gameplay-Einstellung ansehen, wenn ich jetzt hier noch eine Raststätte finde. Hunger kriege ich jetzt auch. So. Ja, es ist auch die Rotationslenkung ist auch nicht dran. Und oh nein, jetzt wird er müde. So, was kommt denn jetzt hier? Nein, nichts kommt jetzt. Na, ganz toll. Da vorne kommt eine Tankstelle, aber da bin ich ja schon fast da. Nee, pass auf. Das ist mir jetzt nichts. Gameplay. Und dann schauen wir mal an. Also ich habe jetzt hier wieder automatisch parken. Habe ich jetzt einfach wieder gemacht. Bußgeld, Müdigkeit, raus. Und was habe ich hier? Kartenausschnitt. Nord fixiert. So, automatisch zentrieren. Aufsatteln für Erfahrene. Geschwindigkeitsbegrenzt aktiv. Nee, will ich nicht aktiv haben. Fünfer-Schritt, automatisch blinken, Bewegung, Rotation, Gear. Und Rotationsblinker. Okay, jetzt müsste es eigentlich wieder. Ja, er ist auf jeden Fall nicht mehr müde. Ja, super. So will ich es haben. Weil wenn ich blinke, will ich nicht immer noch zur Maus greifen oder hier am Lenkrad hier jedes Mal hin und her switchen. Man kann ja natürlich auch so machen, dass er dann mit einem Mal so klack rechts und links guckt, aber das finde ich jetzt nicht so schön. Ich will ja manchmal ein bisschen gemütlich. Ah ja, ihr wisst schon. Was das hier? Ach, diesen Ford, den kenne ich ja auch noch. Hatte mal einen Kumpel von uns gehabt. Hier dieses Riesenvieh. Das war wirklich. Oh, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Scorpion oder so? Hieß der Scorpion? Ford Scorpion? Oder? Irgendwie sowas in der Art. Und das war ja ein Riesenklopper. Was hat denn der für eine Farbe gehabt? War das so ein Dunkelrot? Ach, das ist schon zu lange her. So, Salzburg. Naja, bin ich mal gespannt, wie es nochmal in Salzburg aussieht. Schon lange nicht mehr da gewesen. Und wir sind auch schon lange nicht mehr durch Österreich gefahren, ne? Also. Da wäre eigentlich auch mal wieder so eine Tour durch die Alpen. Wäre ja eigentlich auch mal ganz nett mit einem Schwerlastauflieger. Ja, Spezialtransporte wollte ich auch mal wieder machen. Naja, ich wollte schon so viele Sachen
jetzt in der nächsten Zeit ein Video zu machen, aber naja. Immer mal ein so ein Spezialtransport oder Schwertransport. Mal gucken, ob ich das wenigstens hinkriege. Was ist denn das jetzt? Ach so, ist ein Beschleunigungsstreifen. Ich dachte, hier kann ich drauf fahren. Nee. Ach, herrlich. Schön. Läuft ja wie ein Länderspiel. So, da sehen wir schon die Berg... die Berge, meine ich. Die Alpen. Habe ich hier irgendwie... Muss ich bei der Grafik noch ein bisschen was einstellen? Ich habe hier irgendwie so eine Kanten drin. Naja, muss ich noch mal schauen. Mal sehen, was ich da alles schon wieder falsch eingestellt habe. Ja, einmal einen falschen Knopf gedrückt und dann ist alles wieder für den Arsch. So, hier müssen wir auf jeden Fall noch nicht abfahren. Ist auch nur eine Raststätte. Aber die nächste... Läuft doch. So, was ist hier los? Ich könnte rüberfahren. Ah ja, gut. Also hier ist es noch nicht, oder was? Ach doch, ich muss hier schon abfahren. So. Ach, guck an, hier ist ein richtig schöner Parkplatz. Na, der sieht ja gut aus. Der gefällt mir ja. Also, falls ihr euch wundert, ne, ich nehme hier schon recht viele Videos im Vorfeld auf, ne? Aber das gibt mir irgendwo dann so auch mal ein paar Tage mal wieder ein bisschen Freiheit für die Familie. Um da auch da ein bisschen Zeit zu gewinnen. Wer weiß, was da in der Zeit, jetzt wo ich das Video aufgenommen habe, alles passiert ist. Weil ich habe es gemerkt, ich habe Videos aufgenommen und dann kam dieses, naja, wie hieß es nochmal, dieses Goodyear DLC raus und ich musste alles dann nochmal verschieben und dies und das. Also, oh, das ist dann schon... Da kommst du so ein bisschen durcheinander. Weil YouTube die immer sortiert nach, wie du die hochgeladen hast. Und wenn ich das Video jetzt mal am Freitag irgendwie rausbringen will und dann sage ich, nee, ich will am Donnerstag und habe dann vorher aber schon ein paar andere Videos, dann sucht man die alle, wie so ein Blödmann, komplett durch, ne? Da muss ich mal aufpassen, dass ich nicht durcheinander komme und nicht, dass dann gar kein Video, das eine Mal kam, glaube ich, mal gar kein Video, dann kam mal irgendwann, das ist schon eine Weile her, dann nochmal zwei Videos am Tag. Naja, sowas kann halt immer passieren, ne? Naja. Ist halt so. So, was ist da oben? Ist da eine Burg oder was ist das da vorne? Ja, die Salzburg. Ja, macht irgendwie schon Sinn, ne? Aber Salzburg scheint noch so mit alten Assets zu sein, ne? Also mit den Bäumen und Gebäuden, also... So, dann müssen wir jetzt hier wieder anhalten, okay. So. Ah, ist auch mal wieder schön mit dem MAN hier rumzufahren. Ich werde mir mal den MAN wieder von Dings hier, von Master oder wie der heißt, runterladen und wieder meine Tour machen. Der ist natürlich um einiges noch besser, ne? Als dieser Standard hier. Ja, wir sind immer noch auf die Mod-Community angewiesen, ne? Gerade wenn man hier so
die ganze Werbung hier sieht, ne? Weiß gar nicht, fährt eigentlich die KI mit den mit der Lackierung rum? Von Goodyear? So, jetzt hält der auch noch an hier. Ah, erstmal hier Trophy ballert. FedEx. Und die Akler so, ja. Der ist aber auch nicht so richtig, ne? So, lassen wir den Audi mal hier vorbeifahren, den A4er. Ah, hat halt zu tun, ne? So, hier schön mit Wohnwagen. Wahrscheinlich Holländer, ne? Nee. WT. Keine Ahnung, wo das ist. So. Okay. Jo. Dann sind wir da. Dann würde ich sagen, war doch schön eine entspannte Tour. Und mal gucken, ob ich jetzt die Tage noch ein paar mehr Videos mache für die nächste Woche. Also nicht wundern, ne? Ich muss das alles zeitlich gesehen immer vorproduzieren. Aber naja, wenn was Neues kommt, News, mache ich die natürlich dazwischen. Ich mache aber erstmal einen Fisch. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt einen Daumen. Ich bin erstmal weg. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.